Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute zu einem Gewinnspiel. Und zwar, ich habe ja schon lange keine Gewinnspiele gemacht, zuletzt im 24er, das war so vor 2,5 Monate und das war ja auch kein Gewinnspiel, wo das über eine Woche ging. Das waren ja immer so Gewinnspiele, für die aktiven Zuschauer, Leute. Und auf jeden Fall gibt es jetzt wieder ein Gewinnspiel mit drei Gewinnen. Früher habe ich die regelmäßig rausgehauen, jetzt haue ich ja eben eins raus, weil ich noch ein paar Sachen gefunden habe und damit gerade nichts anfangen kann und denke, die kann ich verlosen, die sind cool für euch. Und außerdem gibt es Autogrammkarten, es gibt ein Album, es gibt Sticker, es gibt Karten, worum es halt sich um meinen Kanal handelt oder dreht. Und es gibt drei Preise. Der dritte Preis ist ein bisschen größer, dafür sind es aber auch nur Sticker und Karten. Heute mal mit der schwarzen Unterlage. Und schreibt mal rein, wollt ihr lieber, dass es so schwarz ist? Oder wollt ihr diesen mit diesem Feld und so halt, Leute? Schreibt mal rein, wie wollt ihr das haben? Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt den Platz 3. Das sind die ganzen Sticker und Karten. Und zwar, ich fange mal mit den Stickern an. Die wurden mir, oder die, was für wurden, die habe ich alle gefunden noch in meiner Schublade. Und zwar haben wir dann Sticker aus der Saison 10-11 müssten das sein. Ja. Ist das 11? Wer führt? Ja, das ist Saison 10-11. Da habe ich ein paar Bayern-Sticker und zwar Van Beuten, Philipp Lahm, Contento, Timoschuk. Dann aus der Saison danach das Bayern-Logo. Aus der Saison danach Groß, Alaba, Ribéry, Mario Gomez. Dann aus der Saison danach Bremen, Sané, Janschke, Bayern-Logo, Teamporträt, Dante, Alaba, Robben, Schweinsteiger, Ribéry, Mandzukic zweimal und Thomas Müller. Dann haben wir Höwedes und nochmal Gerd Müller als Legendensticker. Das müsste jetzt ja 14-15 sein. Bayern-Porträt, Alonso zweimal, Schweinsteiger, Robben, Götze, Müller. Dann haben wir aus der CSL-Saison 11-12 den Herrn Philipp Lahm. Dann Thomas Müller aus der Saison 14-15 das Bayern-Logo. Dann von der Euro 2012 Glowacki. Nee, Glowacki. Tschech. Daniel Aggert, dann gibt es von der Road to Euro-Serie, die gibt es nicht in Deutschland, die kommt aus Holland, ein Sticker und zwar Thiago. Dann von der Frauen-WM 2011 in Deutschland, Wolfsburg-Stadion, da gab es neue Sticker von, die waren von Rewe damals. Dann zwei Euro 2008 Sticker, das war glaube ich die Euro mit, ich muss mal ganz kurz gucken, ja, Österreich und Schweiz, habe ich einmal Sydney Govou. Vasilis Taurosidis. Dann aus der WM 2010 Kirikos und Carroll. Dann aus der Euro 2016 Williams und Davis, Mertens, Buffon, Fuchs, Hinteregger, Alaba, Arnautovic, Harnik. Und jetzt von der WM 2014 McDonald's-Sticker. Neuer, Götze, zweimal nochmal Götze, Groß, Müller, nochmal Müller und nochmal Müller. Also, und dann noch vier Karten. Einmal zwei Niago-Karten. Ne, Nexo-Knights-Karten. Einmal Siegfried Spaßvogel und Mega Geröll-Groll. Dann eine Teamkarte 2010 mit Michael Ballack. Und Select Basketball-Select-Karten. Der Name ist Jabri Parker von den Sucks Select Basketball-Karten. Aus der Saison 15-16. Boah, das ist dann so alles, was ihr auf Platz 3 gewinnen könnt. Ist auch schon relativ viel, Leute. Also es ist ein richtig großer Stab. Ich habe euch ja alles gezeigt. Lege ich mal zur Seite. Dann Platz 2 ist ein WM 2006 Album. Ich zoome mal dafür ein bisschen raus. Da sind richtig viele Sticker schon. Also nicht richtig viele, sondern da sind schon Sticker drinne. Ja, auf jeden Fall sind da so Sticker drin, auch Glitzer-Sticker. Hier USA ist fast voll. Ja, so halt. Also das könnt ihr dann gewinnen von der mit der Reori. Das war die deutsche WM 2006.
Dann hatten wir Sticker gerade von 2008, von 2010, 12, 14 hatten wir jetzt keine Sticker, 16 hatten wir Sticker und 18 hatten wir Sticker. Also jede Sticker von der WM oder EM aus auf 2014, seit 2006, seit 12 Jahren haben wir hier drin in der Losung, Leute. Das ist dann Platz 2, lege ich mal hier so hin. Ich kann ja auch die Sticker mal hier wiederholen und dann hier so noch hinlegen, das passt ja relativ gut. Und dann haben wir Platz 1, das sind drei Autogrammkarten vom FC Bayern München. Die habe ich mir original unterschreiben lassen. Da waren sie mal beim HSV beim Spiel. So, auf jeden Fall haben wir hier Javi Martinez. Relativ guter zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Ist ja aus Bilbao gekommen. Also die Autogrammkarten sind von der Saison 15-16, Leute, müsste es sein. Auf jeden Fall haben wir dann hier drei spanische Autogrammkarten von Bayern. Einmal Martinez, einmal Alonso, der spielt schon gar nicht mehr. Das heißt, man kann schon fast keine Autogrammkarten mehr von ihm bekommen. Das war das Jahr, wo er bei Bayern ist, die 2 Jahre. Das erste Jahr war da. Und dann Juan Bernat, der jetzt bei den Parisern richtig gut dabei ist, Leute. Also das ist das Gewinnspiel. Also dies sind die Karten, die ihr gewinnen könnt. Ihr müsst dafür meinen Kanal abonnieren, mein Video liken, also den Kanal abonniert. Ich kann das nachgucken, Leute. Es gibt bei YouTube, beim YouTube-Kanal-Manager, kann man gucken, welche Leute einen abonniert haben. Auch wenn ich 1400 Abonnenten dann runterscrolle und euch suche, Leute. Ich gucke, ob ihr abonniert habt. Und wenn ich das sehe, dass die Leute nicht abonniert haben nach der Verlosung, dann wird nochmal ein separates Video online kommen. Dann müsst ihr das Video liken, das kann ich euch auch nachgucken. Da legt YouTube nämlich eine Playlist automatisch an Videos, die ich mag. Das kann ich auch nachgucken. Dann Hashtag in die Kommentare müsst ihr einfach schreiben: ich möchte gewinnen, weil, also einen Grund nennen, Leute. Und dann die Nummer, also Nummer 3, Nummer 2 oder Nummer 1. Ich möchte gewinnen. Aber jetzt schreibt das nicht, ich möchte gewinnen, weil ich dich gut finde. Und dann, ich möchte bitte die Nummer 3 zum Beispiel haben. Oder so halt, Leute. Versteht ihr? Dann müsst ihr aus Deutschland oder aus Deutschland kommen, Leute. Sorry an alle Österreicher oder Schweizer oder vielleicht auch Dänen oder Polen oder Niederländer oder Franzosen, die gucken vielleicht. Aber für so ein Album ist der Versand relativ hoch ins Ausland, glaube ich, 5, 6 Euro. Und das will ich nicht nochmal machen. Das musste ich schon mal beim Gewinnspiel machen. Leute, also das Video kommt Donnerstag. Das ist richtig außer Plan, Leute. Das war dann der vierte. Und der fünfte Punkt ist, das Gewinnspiel geht. Heute ist der 29., glaube ich. Sagen wir, das Gewinnspiel geht bis zum 10. Dezember. Sollte passen, Leute. Montag, der 10. Dezember, dann kommt das Auflösungsvideo direkt am Montag noch online oder am Dienstag oder am Mittwoch, was auch immer dann nach dem Uploadplan da drin steht. Und ihr könnt euch richtig freuen, Leute, bald. Also ich habe mir jetzt ein Display Matchsticks, Champs League Karten und Sticker bestellt. Das wird dann kommen, Leute. Ich schreibe auch nochmal, so, wie ist das jetzt hier so ein Lärmalter in meinem Haus? Auf jeden Fall wird das dann so sein, dass ich das dann auch als Produkt auf YouTube vorstellen und öffne. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal. Ich schreibe nochmal alles in die Kommis. Ich überprüfe alles, Leute, wirklich. Ich sage das nicht nur, ich mache es auch wirklich. Und teilt das Video gerne. Wenn das Video sofort, also Leute, wir machen auch eine Regel. Wenn das Video über 100 Aufrufe hat, wird das Gewinnspiel aufgelöst. Oder halt am 10., Leute. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ciao und auf Wiedersehen.